Hi, ich bin Lars, 33, Pilot im Transporthubschrauberregiment 10 in Fassberg. Wir machen heute einen Trainingsflug, da nehme ich euch mit. Ja, wir sind hier auf dem Vorfeld jetzt angekommen. Wir sind im Hintergrund sehen wir den Hubschrauber NH90, mit dem wir dann heute fliegen wollen. Wir sitzen vorne im Cockpit immer mit zwei Piloten. Ich bin heute der Pilot Flying, das bedeutet, ich steuere den Hubschrauber tatsächlich. Neben mir sitzt noch der Nils, der ist heute der verantwortliche Pilot und verantwortlich für die Navigation und den Funk. Ja, das Fliegen war eigentlich schon immer mein Traum und die Bundeswehr hat es mir im Bereich der Heeresflieger einfach möglich gemacht, diesen Traum zu verwirklichen. Und deswegen bin ich froh, Pilot bei den Heeresfliegern sein zu können. Nach der Schule bin ich 2005 zur Bundeswehr gegangen und habe da eine Mechanikerausbildung gemacht. Und ja, circa 5 Jahre später habe ich mich entschieden, selber mal fliegen zu wollen und habe mich dann als Pilot beworben und bin dann in die Offizierslaufbahn gewechselt. Ich finde meinen Job klasse, weil man hier jeden Tag eigentlich etwas Neues macht. Es kann sein, dass man in einem Tag Fallschirmspringer absetzen muss, an den nächsten Tag dann außennass fliegt oder vielleicht auch mal zum Feuerlöschen fliegen muss mit einem Löschbehälter. Er ist mega umfangreich und das wird dann eigentlich kaum irgendwo geboten. Und ich meine, der Hubschrauber spricht für sich, ein hochmodernes Gerät. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir tatsächlich die Einsätze zum Beispiel beim Hochwasser im Ahrtal oder beim Waldbrand in Lübtheen. Das sind prägende Bilder, aber wenn man weiß, dass man dabei unterstützen und auch wirklich helfen konnte, dann gibt einem das echt ein gutes Gefühl. So, ich habe den Hubschrauber gerade gecheckt, wir fliegen jetzt auch wieder weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten guckt euch vielleicht auch nochmal die anderen Videos an. Wenn ihr euch für den Weg bei der Bundeswehr interessiert, dann nehmt Kontakt auf mit der Karriereberatung oder ruft die entsprechende Hotline dafür an. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, ciao!